Monster. Okay. Mit einer seltenen Fähigkeit. Guck mal, witzig, ne? Kaum spielen wir nördliche. Kriege ich nur noch. Was hat der für ein Starter-Game mit Monstern? Okay. Okay, also kurze Runde, sehr gefährlich gegen den. Du bringst mir eigentlich nicht viel, ne? Weil ich habe Verstärkung nicht auf der Hand. Ich werde mal das siebende Öl wegbauen. Pumpenträger. Anzeige ist okay, bisschen Overkill. Jitral. Vielleicht lasse ich den direkt wegdulieren. Es würde auch dafür sorgen, dass ich ein paar Karten vorne habe. Tschüssi. Außerdem spare ich mir damit im Endeffekt 7 Punkte, weil er ja eben Schaden machen könnte. Und bis eben die Dominanz noch hatte und die wahrscheinlich auch haben wird. Als Monsterspieler. Aber interessant, dass er das mit der verzauberten Rüstung spielt. Das Biest. Okay. Die einzige Kriegsführung im Deck ist noch siebendes Öl. Das könnte mir ein Falibor ermöglichen, aber mal gucken. Ist halt, also das, ich will den nicht wegfaliboren, dafür ist es zu viel Investment, aber ich möchte gerne, dass die Reihe, dass in der Reihe vorne ein paar Karten liegt. Das mit Ignore for Now, nee, das ist eine, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, wahrscheinlich ist es ein Bug. Es ist halt bei ein paar Spielern ab und an mal so. Ich dachte erst, es wäre gewollt, aber da das nicht alle haben, ich habe schon ein bisschen was drüber gelesen. Ich könnte immer noch wegfalliborn, das ist ein schöner Falliborn nächste Runde. Ich setze ihn zurück. Okay. Aber es stört mich nicht, also ist mir egal, gegen wen ich das spiele. So, dann boosten wir einfach keine Einheit über 6 Punkte. Zumindest nicht von unseren eigenen. Das heißt, wir lassen den erstmal da liegen, so wie er ist. Außer da kommen wir natürlich einen Jäger, das wäre ärgerlich. Wir bauen jetzt einfach eine schöne Kette aus Tempelwachen. Ne? Das nächste Tempelwache kommt hier, und dann boosten die sich auch wieder, dann boosten die anderen rein mit. Also sich und die anderen beiden. Dann können wir auch eine 7er Sensenkämpfe ausspielen. Nicht Tempelwache, Sensenkämpfe. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich vielleicht die erste Runde einfach mal traugen sollte. Aber natürlich, wenn er jetzt noch geteilte Dominanz, das heißt, er entzieht mir 3 Punkte. Und das Biest boostet sich wieder. Aber der haut echt gut Karten raus, ne? Protoflatterer, Biest, Nithral. Ich meine, ich habe jetzt auch schon mal rausgespielt, muss ich auch dazu sagen. Aber ob ich spezielle Wünsche noch eine Erweiterung hätte? Also es gibt ein paar Arc-Types, die ich gerne ein bisschen besser sehen würde. So skellige Selbstschädigung, aber nicht im Sinne von Lippi, sondern im Sinne von Olaf und so ein Scheiß. Würde ich ganz witzig finden, wenn die ein bisschen besser wären. Der Spionage-Arc-Type wäre auch einer gewesen, der definitiv einen Boost verdient hat. Alter, der investiert ja alles in der ersten Runde hier. Wir spielen mal noch ein bisschen sein Spielchen mit. Wir können noch ein paar Bronzekarten abwerfen. Oder Nilfgaard Magier zum Beispiel ist auch so eine. Nee, Quatsch, Nilfgaard nicht. Nördliche Magier ist auch so ein Ding, das ich gerne mal gebufft sehen würde, weil der einzige wirklich gute Magier ist halt. Er passt. Ist halt Philippa. Und da können wir in die Hose gehen, wenn ich das mache, ne? Aber das Biest boostet sich nur um 2 Punkte, also passt das. Außerdem ist keiner auf 9 Punkte gekommen. So. Und das Schöne ist, wir sind auf 4 Punkten. Das heißt, ich möchte keine kurze Runde gegen ihn. Wird direkt passen und wir kommen wieder auf 10 Karten in der letzten Runde. Olaf ist ist halt eine Selbststehungskarte. Olaf ist eine Karte mit 8 Punkten, kostet glaube ich 11. Ist halt so ein Bär. Und wenn Olaf
Du kannst Olaf einmal aktivieren. Das ist sehr gut gegen Monster tatsächlich. Und wenn Olaf dann zum Beispiel vier Punkte nur noch hat, also vier Schaden erlitten hat, dann heilt er sich und boostet sich um den erlittenen Schaden, sprich kommt dann auf 12 Punkte. Wir können nach der Runde mal ein bisschen, oder nach ein, zwei Runden mal ein bisschen Ding spielen, wenn ihr möchtet. Wir können aber auch gerne Arena spielen, wenn ihr irgendwie Lust drauf habt. Also ich passe, alles anders dumm. Ich möchte gerne eine volle Runde gegen ihn spielen, weil gegen Monster eine kurze Runde wäre Selbstmord. Wir haben einen Draug, wir haben eine Karawanenvorhut. Wir haben Vincent, der spielt auf Dominanz, ne? Kann das sein? Also wir haben auf jeden Fall ganz viele Karten, die Dominanzeffekte haben. Wir haben Nithral, wir haben Ada gesehen, wir haben den Protoverdacher gesehen. Also solange ihr mich beratet bei Dings, oder solange wir zusammen Karten aussuchen können bei Arena, bin ich gerne d'accord, eine Runde Arena zu spielen gleich. Ich habe wohl auch Zeit, also bis... Eine Stunde, zwei Stunden, das würde die Arena-Runde können wir da machen. Okay. So, was hätte ich jetzt gerne? Ein Wolmir hätte ich unbedingt gerne und einen blutigen Baron auch. Wolmir, Baron, Wache. Oh, sehr gut, sehr gut. Alter, das sind genau die Karten, die ich haben wollte, oh mein Gott. Hätte ich irgendwas noch lieber? Vielleicht die Sensenkämpfe. Das Ding ist, ich habe halt arsch viele von denen, ne? Aber nee, wir lassen das mal so. Dann spiele ich zuerst Adalia aus und hole mir erstmal eine von den Sachen hier raus. Aber erstmal ist er ja dran. Spätestens mal. 13 Uhr. Easy. Ja, ich spiele auch Dominanz. Interessant. Ja. Vielleicht hätte ich die vorne ausspielen sollen. Dann die weiteren hätten sich dann ja, ne, ihr wisst. Dann hätte ich ihm einen Punkt weniger gegeben. Aber ist jetzt egal. Lass sich jetzt nicht ändern. Also das hier muss der Baron sein, ne? Alles andere ist halt bei der Anführerfähigkeit ein absoluter Selbstmord. Und dann passt es ja mit der Arena. Dann passt das ja. So, nächste Runde wird abgedraugt, würde ich behaupten. Mit 5 Draugspawns alles gut und so viel dagegen machen kann er nicht. Ist halt ein Monsterspieler, ne? Also der lebt halt von Selbstboosten. Und da wir einen halt gut zurücksetzen können und auf jeden Fall ein bisschen Schaden machen. So, das ist easy. Ich hoffe, er spielt einen Jäger, das wäre halt großartig mit Vincent, ne? Wobei eigentlich gar nicht mal unbedingt. Da wären andere Einheiten fast besser, wenn ich mal drüber nachdenke. Oder möchte ich erstmal noch die beiden Karawanenflöte? Eigentlich möchte ich die noch vorher ausspielen, ne? Das sind jede Runde 9 Punkte. Und sonst koste ich mich halt im Endeffekt 3. Ja, ist besser so. Jetzt kann ich einen Tag ausspielen. Der sorgt dann dafür, dass die alle... Oder spiele ich vielleicht sogar noch die aus und benutze dann schon Wolmir, weil das halt... Das ist halt ein echt heftiger Wolmir, ne? Parasit. Nimmt mir jetzt eine 6er weg. Wenn der klug ist, eine hintere. Das heißt, ich spiele die nächste Karawane vor wieder hinten aus. Ja, ich werde Wolmir, glaube ich, jetzt schon ausspielen. Das ist halt schon ein krasser Boost, ne? Vor allem kriegen die halt alle Rüstung. Lebenderes Zorn. Oder? Nee, wir traugen jetzt rein. Sonst wird das nachher nur zu spät, ne? Und ich habe lieber 5 Stück als 6, weil ich somit auf einer Reihe noch ein bisschen mehr spawnen kann. Also ist von daher schon alles gut. Oh, perfekt. Oh, großartig. Großartig, mein Freund, großartig. So, zack. Da ist die erste neue.
Da ist die zweite neue. Großartig. Und wir können jetzt halt nächste Runde mit Volmir richtig viele Punkte machen. Ne? Das ist halt dann 12 Punkte Volmir plus die Rüstung, die er generiert. Schön. Und wir haben auch immer noch drei Schüsse. Ne? Also ich kann also mit einem Falibor auch einfach einmal auf die raufkloppen und kann mir noch einen generieren. Vielleicht mache ich das sogar. Und das ist für mich halt effektiv immer noch eine 3-Punkte-Einheit wegen dem Baron halt, ne? Verbannt in Traug. Okay. Dann auch so, wie ich es eben gesagt habe: Falibor. Zack. Uno. Dos. Tres. Und dadurch ist der Volmir wird halt jedes Mal einen Punkt mehr wert, indem ich einen neuen von den spawnen, ne? Das ist halt schon großartig. Oh, herrlich. Und dann ist der Wieseguide ja auch noch da, der dann die ganzen Aufladungen bekommt. Ne? Wir können dann noch eine Sensenkämpfe spawnen mit zwei weiteren Dings. Den kann ich ja dann nicht hinten ausspielen. Das kostet mich halt einen Slot, für neue, um neue Karten zu spawnen. Das ist ein bisschen doof. Na, was kommt jetzt? Wer stört? Speerspitze, das sind 9 Punkte, die er sich gewusst hat. Okay. Ja, jetzt kommt bei mir. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Wir machen uns auch direkt eine Sensenkämpfe. Mit schmackhaften 14 Punkten. Und dadurch hat er leider immer noch geteilte Dominanz. Also die einen Punkt mehr, dann würde er nicht mehr die Dominanz halten. Und er würde sich nicht mehr boosten. Okay, jetzt zurück, kann er machen. Ist mir relativ egal. Trotzdem kommt jetzt Wiesegard. Mit 12 Aufladungen. So. So. Das ist so großartig. Das ist so großartig. So. Wundervoll. 12 zu 68. Ja, 24 Punkte. Was kommt jetzt denn da unten? Beziehungsweise erstmal kommt die. Ach, ich hätte gleich boosten können mit der. Tja. Habe ich das Board dann exakt voll? Sehe ich richtig, ne? Was kann da jetzt noch kommen? Er verzehrt ihn nochmal. Ja, wundervoll. Das ist jetzt ein ziemlich schmackhafter Baron. Sechsundzwanzig Züge bluten. Oh, herrlich. Okay, schön, Win. Wir machen Arena jetzt.